Koffeinfreie Coca-Cola Zero. Wir kannten die gar nicht. Wir hatten gestern eine, hallo erstmal, eine Unterhaltung, dass es entweder Coca-Cola Zero mit Koffein oder Coca-Cola ohne Koffein gibt. Krass, jetzt kriege ich den Satz zusammen. Gestern diese Probleme, verstehe ich gar nicht. Und jedenfalls waren wir jetzt einkaufen gewesen, die haben wir im Edeka gefunden. Und es gibt tatsächlich Cola Zero koffeinfrei. Und da wir das halt nicht kennen, haben wir gedacht, probieren wir mal den Scheiß. Hier vorne steht es auch nochmal drauf. Falls einer sagt, da vorne steht doch gar nicht Zero, Zero drauf. Da, Zero. Ja, Zero steht auch mal drauf. Ohne Zucker. Ohne Zucker, aber nicht Zero. Na, ist doch Zero. Mir geht's um das Wort Zero. Okay. Mit Z. Mit Z. Zero. So, das war 5 Millionen Gase. Jetzt hat auch jeder sein eigenes Glas. Wow, es schäumt nicht über den Tisch. Verdammt, jeder. So, weil es da reinspucken oder was? So, ich denke mal, es wird wie der ganz normale gewöhnliche Cola schmecken. In Cola Zero. Machst du noch hier? Auf Ex? Nee. Auf dein Ex? Du hast jetzt auf Ex. Und? Das riecht wie eine normale Zero. Cola. Ja. Es schmeckt wie eine normale Zero. Ich habe auch nichts anderes erwartet, muss ich sagen. Koffein schmeckt man nicht. Nee. Den merkt man nur. Ja, und diesmal merkt man nicht. Merkst du das sonst? Ja, wollte ich gerade sagen, als würde ich sonst irgendwas merken. Aber diese überkrasse Kohlensäure, ey. Jetzt haben wir schon mal 2 getrunken, oder? Seit wann steht denn so was drauf? Hm? Weil Coca-Cola und Fanta und Sprite schon immer. Ach so, okay. Kannst du mal sehen, wie es genau ich mir die Flaschen angucke? Gar nicht. Hier oben steht auch nochmal 6 x 250 ml. Okay. Boah, kriegt man ja Bauchschmerzen, ey, von dieser Kohlensäure. Falls sich jetzt einer wundert, darüber haben wir uns unterhalten. Da und da. So, ja. Was soll ich dazu sagen? Schmeckt wie eine Cola Zero. Also wer keinen Bock auf Koffein hat, der darf das gerne trinken. Wenn man mit dem Zero-Geschmack klarkommt, würde ich sagen. Mag ja auch nicht jeder. Und falls jemand keine Kohlensäure will, kann man noch einmal kräftig schütteln. Juti, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Unscharf. Nein, jetzt wieder. Tschüss. Tschüss.